baby, is this to Metroid Monday? Oh, yes. 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 Jetzt muss ich nur noch gucken, wenn denn mein Stream online geht, ob ich dann einen Chat habe und ob mein Chat so funktioniert, wie er funktionieren soll. Deswegen schreibe ich jetzt hier mal wieder meinen Test in Caps Lock. Und das sollte dann eigentlich in OBS angezeigt werden. Ich kann jetzt einfach mal ins Game tappen. Und oh mein Gott, mein Chat geht wieder. Und am Freitag ging ja mein Chat nicht. Der Teufel ist mit dabei. Nice. Wir haben 666 Abos. Nabendl. Und damit haben wir 2 Drittel geschafft. 2 Drittel. Noch 1 Drittel und dann spielen wir Subnautica. Ich werd nicht mehr, Alter. Richtig geil. Aber bevor wir Subnautica spielen, spielen wir jetzt erstmal hier Metroid durch. Licht einstellen. So ist okay, so ist okay. So ist okay, ja, so ist okay. Hey, bald bin ich auch live. Stimmt! Dann bist du dabei. Dann bist du dabei. Na, bist du aufgeregt? Okay. Wir haben das letzte Mal irgendwas gemacht. Und, ah stimmt, wir sollen auf die Alienflotte drauf. Weil die Alienflotte ja den Kern mit an Bord hat. Und wir können jetzt, ich glaube, wir haben jetzt die Hyperlichtgeschwindigkeit aktiviert und können damit jetzt Richtung Alienflotte gehen. Und zwar hier nach Face. Oh, Baby. Achso, und ich habe grüne Haare. Woo! Nice. Vielen Dank an Lil fürs Färben. Und trotzdem war ich zuvor, meine Haare hochzumachen. Naja, eines Tages bestimmt. Eines Tages. Gib die Sequenz! So sehr ich Metroid Prime auch... Oh. Es sind die Quallen! Sir, Samus' ship has joined the fleet. Thank you, Ensign. Leviathan Command, you are clear to fire the portal beam. Once the portal beam is open, order all ships to enter. Affirmative, Admiral. Message to all ships. Prepare for entry. Maintain battle formation tight. Oh, this is awesome. Oh nein! Ich will da nicht rein. Da müssen wir bestimmt gegen die Dark Samus kämpfen. Das ist auch so ziemlich der einzige Plotpoint, der noch offen ist jetzt, wenn wir mal abgesehen von dem Keim davon ausgehen, dass wir alles andere gemacht haben. What? Achso, das ist unsere Plotte. Das ist gut, oder? Nee, das ist nicht gut. Warte, welche Flotte gehört zu uns? Wir kennen die Raumschiffe nicht. Aus wie in Star Wars, da habe ich auch immer keine Übersicht. Weiß immer nicht, wer gegen wen kämpft. Die erkenne ich. Das ist Nice und Saran. Okay, die geht einfach auf den Planeten. Nach Phase. Und so wie die den Winkel hat, würde die auf jeden Fall gut in der Lage sein zu landen, wenn die dann 90 Grad Winkel in den Boden macht. Leck mich am Arsch, ist das jetzt wirklich noch ein Planet? Ist das jetzt wirklich noch mal ein Level? Ne. Oh, richtig muskulöse Tentakel. Richtig schön am Zucken, Alter. Geil. Oh. Mann, ich bin so zuversichtlich. Ich wollte erstmal speichern gehen, aber gut. Gucken wir uns die nächste Sequenz an. Ah, das Versohn in meinen Ohren! Das ist gut. Versohnüberladung zum Laden der Energie. Ich kann nicht A drücken. Samus! Oh, sie hat's nicht entladen, sie hat's. Der hat absorbiert. Energietanks werden geöffnet. Ich
kann ich machen. Da die interne Personenverseuchung einen kritischen Wert erreicht hat, wurde die Notentlastung des PED-Screens ausgelöst. Alle Energietanks wurden entleert, um temporär eine vollständige Verseuchung zu vermeiden. Hypermodus-Waffen benötigen nicht länger Energietanks zur Aktivierung. Der Hypermodus ist nun dauerhaft aktiv! Fatalerweise ist die Notentlastung nun nutzlos. Schädigungen sowie Belastungen durch die hiesige Atmosphäre tragen zur Erhöhung des Personenniveaus bei. Das Personenniveau wird als gelber Balken am oberen Rand des HUDs angezeigt. Sollte der Maximalstand erreicht werden, ist dies tödlich. Also schön immer mal zwischendurch spammen, ja? Okay. Ich würde gerne mal direkt speichern gehen. Verseuchung durch Personen auf kritischem Niveau. Darfst nicht einsteigen. Krass, okay. Dann steigen wir nicht ein. Ja, was ich sagen wollte. So sehr ich Metroid Prime 3 auch wieder mag, im Vergleich zum zweiten, ich bin trotzdem froh, dann bald mal wieder ein 2D-Metroid zu spielen. Weil, ja, die First-Person-3D-Metroids sind schon ganz cool, sind schon nice. Also man kann nicht anders sagen, sie sind einfach gute Games. Aber ich freue mich doch wieder auf 2D-Aran. Da komme ich auch einfach besser mit zurecht. Also so orientierungsmäßig. Da verlaufe ich mich bestimmt nicht die ganze Zeit. Wie ging das mit den Dingern? So, ne? Und dann überladen. Und dann gehen die Kristalle weg. Genau. Explosion! Und rein ins Loch. Oh, das ist tief. Das ist tief. Ah, ich bin unten. Ich kam, sah und ich kam nochmal. Schnubbels. Kann ich mich hier befreien? Ich kann nicht machen. Achso. Ah. Muss mich zum Ball machen, alles klar. Was ist das? Da kann ich doch bestimmt wieder irgendwas tun. Kann man zerschießen schon mal? Niemand kann mich aufhalten. Ich bin Awesome Aran. Aber dann muss es ja irgendwie weggehen mit der Verseuchung von dem Person, ne? Aber wenn chronologisch danach ein Game kommt, wo Samus nicht mit Personen verstrahlt ist. Gucken wir mal. Was ist das für ein Knubbel? Eine Ansammlung großer Kristalle ist durch die Höhlenwände gewachsen. Empfindlich gegen Explosionsstöße, wie zum Beispiel Raketen! Ja! Ich schieße die geilsten Raketen. Bang! Boom! Hau! Niemand kann mich aufhalten! Höchstens die Physik, indem ich nach unten falle. Ich treffe nicht. Ich treffe mit den Raketen nicht. Meine gelbe Leistung wird nicht weniger. Also sollte ich einfach versuchen, insgesamt mehr auszuweichen. Okay, sage ich und springe sofort rein. Ich dachte, ich kann das wieder entladen. Aber scheinbar muss ich einfach eine so viel Angriffen ausweichen. Damit ich nicht an Verseuchung sterbe. Hui! Ich mag das immer noch, diese kleinen Rundgänge. Da sind noch ein paar Blümelen. Hopp, 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 hopp. Ja. Wartet hier wieder was auf mich? Ih, was ist das? Ich hoffe, das wollte mir nicht helfen. Ansonsten hätte ich es jetzt einfach umsonst ermordet. Was ist das eigentlich für ein komisches Metroid hier? Was soll das sein? Ein Gel-Zack. Bläht sich zur Verteidigung so lange auf, bis es platzt. Dabei setzt es aggressive Substanzen frei. Oh nein! Bumm. Es ist geplatzt. Gib mir meine Rakete. Das ist ein Metroid, wie wir es kennen und lieben. Es ist in Lag explodiert. Was? Wer? Wo? Warum? Ach, das ist schön. Wir sind so unglaublich stark gerade. Meine Güte. Oh, will ich da runter? Ich glaube, da runter will ich nicht. Noch ein Metroid. Ist ja unfassbar bei dem Spieletitel. Hä, was? Wo soll ich hin? Achso, da muss ich rein, wa? Nein. Ah, ne, warte mal. Da hinten? Ah, ne, da kam ich her.
Gehen wir hier lang? Hört auf, respawnen! Zu respawnen, meine ich. Ah, ich kann so kleine blaue Knubbelchen nehmen. Ah. Und das reduziert dann meine Personenbelastung. Okay, das ist gut. Nein, 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 nein. Das kann ich nicht auflasern. Aber auf Raketen! Oh nein, es sind kleine Käferchen. Was soll der Papa nur tun? Wenn die Knospen zerstören mag. Vielleicht soll ich mich doch zum ersten um die Käfer kümmern. Au, weh. Ach, kann ich mich jetzt hier erstmal wieder voll heilen? Das ist natürlich praktisch. Das ist in der Tat praktisch. Frage ist nur, heile ich damit wirklich oder mache ich mir damit mehr Schaden, als ich wieder Leben reinkriege? Und wirklich schnell geht das ja auch nicht. Was ist damit? Was soll ich machen? Personengebilde verfügt über robuste Außenschicht und ist nur von umgebenden Personenkapseln abhängig. Also von denen. Muss ich die mit Raketen beschießen? Dann muss ich die überladen. Kapseln werden zwar durch Personenblitzentladung mit Energie versorgt, lassen sich durch starke Energiezufuhr aber überladen. Ah ja. Starke Energiezufuhr. Muss ich davon dann nicht die Dinger erstmal auswählen können? Ach so! So ist das gemeint. Ah, so wird was raus. Hat er gemacht. Und hopp. Halt! Nein, Mist, da war noch Energie. Okay, das sind wieder Kapseln. Und jetzt sind hier lila Monster. Oh nein! Gleich haben sie mich. Wenn sie jetzt gleich noch die grünen Gegner auspacken. Oh weh. Oh mein Gott, die machen aber ganz schön damit, ehrlich gesagt. Haben mich gerade noch drüber lustig, aber wieder viel zu viel Schaden bekommen. Als dass ich das irgendwie rechtfertigen könnte. Nein! Das hat mich getroffen! Das hat auch nicht getroffen! Das hat getroffen. Nice, nice, nice. Wo ist das letzte? Da. No! No! Ich brauche die Energiebobbel. Viel zu viel Schaden bekommen. Nicht gut. Ganz schlecht, ehrlich gesagt. Oh nö. Was ist das hier? Oh, hier werde ich einfach geheilt, ja? Oh mein Gott, und wieder überladen. Ach so. Das saugt mir Energie ab. Und jetzt muss ich es zerstören. Weil jetzt habe ich Energie verloren und es konnte mir die Energie nicht multipliziert wiedergeben. Geil. Die sind ja praktisch. Man muss sie nur im richtigen Moment killen. Nein, hui bäh. Okay, gegrillt habe ich's. Oh, nice, Frost. Okay, das ist ein merkwürdiger Planet. Darauf ein wenig Eistee. Igitt. Ja, ich weiß, Eistee ist echt eklig. Tod. Toter. Am totesten. Hat er nicht gemacht. Hat er gesteigert. Halt mich doch auf. Nee, mal im Ernst, was ist jetzt hier? Was geht jetzt hier? Was ist das für eine Tür? Ist das so eine Multi-Hit-Tür? Würdest du gerne scannen? Optisches Organ ist verwundbar, wird aber durch eine dicke Gewebemasse geschützt. Ich muss offensichtlich die Dinger erstmal scannen. Kühler wird durch Hüllen geschützt. Nur wenn sie eingezogen sind, lassen sich die Kühler beschädigen. Wenn sie eingezogen sind? Oh!
Ah. Ach so, ah, jetzt kann ich die Tür. Ah, okay. Ich muss also so einen Kühler treffen und dann kann ich die Tür aktivieren. Okay. Habe ich verstanden. Von Anfang an wusste ich, was gemeint ist. Ich wollte euch nur testen. So bin ich halt. Oh. So gut wie tot, nämlich. Erste Reihe geschafft. Ey, nice. Und wir haben gerade einen Abonnenten verloren und einen wieder dazu bekommen. Das heißt, wir sind jetzt wieder bei 666. Ey! Ist das nicht nice? Stirb! Dämliches Vieh! Mistkram! Mord! What is happening? Mehr Mord! Okay, ich muss erstmal meine Suppe hier wieder auffüllen. Mord! Jawoll! Geil, Gewalt! Und ein Schlacke an den Wänden! So sah es in meiner ersten Wohnung auch aus, als ich ausgezogen bin. Okay. Oh mein Gott, ich hoffe, ich muss da runter. Ah. What is you? Disgusting! Keine Ahnung, was das war. Aber es ist tot. Ich habe uns vor einem grauenhaften Schicksal bewahrt. Indem ich einfach Mord begangen habe. Ach, noch mehr Madness. Puh, what a fucking guess, bro. Ah ja. Immer weiter nach unten. Boah, Samus ist bestimmt gleich schon im Erdkern drin. Was ist denn das? Was ist das? Schlängelorgan. Oh, du Schlängel. Dient als Mutterleib des Leviathans. Seitliches Gewebe sieht aus, als könne es abgerissen werden. Maybe. Das da vielleicht? Da muss. Okay. Welches seitliche? Ach, hier auf der anderen Seite auch. Und lass ihn nicht von den Metroids treffen! Lass ihn nicht von den Bat-Metroids beißen! Irgendwie? Achso, jetzt kann ich wieder scannen. Die Seiten des Organs wurden aufgerissen. Der junge Leviathan ist nun verwundbar. Okay. Au. Oh, ich krieg die ganze Zeit schon. Versiegelung deckt tiefere Kammer ab. Person steigt auf. Eine starke Explosion könnte die Versiegelung beschädigen. So zum Beispiel. Nope. Au. Oh mein Gott, meine Leiste ist fast voll. Das ist nicht richtig. Ach so. Ich muss bestimmt das Ding jetzt runterschießen. Okay, erstmal die Metroids. Eins nochmal dann. Und ein bisschen den HP wiederherstellen. Das ist nicht... Starke Explosion, was ist das? Diese Überreste sind mit dem Organismus im Inneren des Kraters auf Talon 4 identisch. Ist das so? Nein? Ich dachte, jemand da. No. Was? Muss ich zerstören? Also erstmal die Metroids hier. Grundsätzlich. Ach, das Ding! In dem Ding machen wir so einen Aufriss. Aha, ich krieg den! Erstmal kriege ich jetzt wieder. Da ist noch ein Dreiauge. Komm her!
Deswegen. Ja, das ist auf der anderen Seite, deswegen. Ich dachte zwar, meine Personenkanone kommt da durch, aber wahrscheinlich nicht, weil das da... Au, no! Das ist ja auch was Personen, das Ding. Oh mein Gott! Ich verende! Ich möchte nicht! Nein! Okay, Jago beruhigt sich, ich muss das ganze Level normal spielen. Geh kaputt! Geh kaputt! Stirb doch! Dann soll ich erstmal die kleinen Dinger wieder. Bevor irgendwas Schlechtes passiert. Es ist wieder auf die andere Seite gegangen. Okay, nicht runterfallen. Sonst ist GG. Alles ist! Ah ne, das ist ein anderes Ding. Oh mein Gott, ich bin gleich tot. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Jetzt stirb doch mal! Was ist denn mit dem Ding? Geh doch kaputt! Ah, das soll mal leben. No! Du musst das vielleicht nochmal scannen? Oh, das ist mir viel zu knapp, um mir ganz ehrlich zu sein, Alter. Ich kann das nicht anbieten. Oh nein! Ich will versuchen, mich zu erschrecken, aber dieses Mal nicht. Ha! Wo ist der dritte Metroid? Hier ist noch einer. Da ist er. Oh, die Energiebubble. Ist wieder auf die andere Seite gegangen, das Ding. Oh nein! Okay, das Schneckending erstmal wegbringen. Diesmal trifft es mich nicht. Dann die Metroids. Ja, langsam kriegen wir wieder HP rein. Yes! Yes! Yes, gib mir HP! Ja, Mann! Was noch mehr? Oh, richtig viel geil. Richtig gut. Wieder dabei. Hoffentlich muss ich das jetzt nicht mit den aktuellen HP machen. Oh! Awesome. Was eine Landung. Geil. Was kommt da jetzt raus? Ach so, ja, natürlich, was soll's sonst sein? It's me! Und um uns allen Lebenszeit und Energie zu sparen, mach jetzt hier erstmal ein Safe Step. Speichern. Zack. Und weiter. Oh, die Mucke ist ja geil. What the fuck is this? Ah, das Ding kann jetzt einfach alle Fähigkeiten von den Viechern, von den Dudes, von den Huntern. Wesen basiert auf Personenenergie, im Hypermodus zu bekämpfen. Ja, wir haben keine Wahl. Zielperson besteht aus reiner Personenenergie und ist höchst instabil. Der Scan deutet an, dass sie sich durch Attacken im Hypermodus bekämpft. Vermutlich, weil der Hypermodus auf Samus Körper gespeist wird. Die dunkle Samus ist imstande, Phantome ihrer selbst zu erzeugen und diese zu ihrem Vorteil zu nutzen. Sie dienen der Verstärkung der Feuerkraft und fungieren zudem als Ablenkung, während die dunkle Samus selbst ihre Energie regeneriert. Und sind daher umgehend zu neutralisieren. Der Zielperson ist es außerdem möglich, Energie vom Face zu absorbieren, um ihre Vitalenergie aufzufrischen. Das ist ja geil, also regeneriert sich der Boss halt auf die ganze Zeit. Das ist ja geil. Das ist ja genau, was ich wollte. Oh mein Gott. Au. Und schon mal Damage gemacht. Okay, das ist so ein Sweep. Da kann ich dodgen. Guck, wie viel Damage wir schon gemacht haben. Das ist ja easy, der Bossfight. Oh! Bye. Müssen wir jetzt die Klone besiegen? Das nochmal. Lass uns unten runter, ne?
Ja, das habe ich mir gedacht. Jetzt! Oh, Major Stein. Was passiert, wenn der mich trifft? Bin ich dann tot? Oh, nächste Phase getriggert. Nice, nice, nice. Oh mein Gott, Matrix, geil. Namens Gastritis, was geht, mein Dude? Ich habe deine Discord-Nachrichten vorhin noch gelesen, aber ich habe nicht geantwortet, weil wegen jetzt E-Stream. Da, das muss ich umbringen. Dann muss ich, glaube ich, erstmal die anderen zerstören. Nein. So verlockend das Fan-Remake auch klingt. Vom zweiten Metroid 2 Remake. Wir werden trotzdem eine originale Version von dem Original Metroid machen. Erstmal. Und dann vielleicht noch hinten dran schieben das Remake, wenn wir alle chronologisch gespielt haben. Guten Abend, Cassie. Hi. Mount? Oh mein Gott. Oh, what is this? Dark Shadow Samus. Ah, stop it. Oh mein Gott. Nani is happening. Einfach reinblastern. Einfach fett reinblastern. Oh mein Gott, so viele Schatten. Bam. Bam. Ist hier noch einer? Dann ist aufs Original, wa? Geht nicht. Jetzt aber wieder. Oh, die kriegt diesmal endlich Damage. Hast du den 11 GB Patch schon gezogen? Nee, hab ich noch nicht. Achso, erstmal die Schattenklone. Verändern sie! Oh nein! Was ist denn nun? Dunkles Phantom, Abbild der dunklen Samus. Anfällig gegen Attacken im Hyrmodus. Ja, no shit! Ah, ist das hell! Ah, es ist noch heller! Oh, das ist schwer! Ich kann nichts sehen! Hä? Einfach schießen! Kannst nichts falsch machen! Eigentlich. Theoretisch. Oh, jetzt! Einen habe ich! Gehen die HP zu neigen! Komm schon! Das ist noch ein Samus-Klon! Oh, macht nichts. Erster Patch und 6 des kompletten Games ist schon heftig. Naja, Day One Patches sind dann auch nicht mehr das, was sie mal waren. Die sind jetzt halt mittlerweile so groß wie frühere Games. Die sind so groß wie GTA 4, Alter. Und GTA 4 war 16 GB groß. Das war damals gigantisch. Heute lachst du darüber. Oh! Ich hab das Gefühl, ich will mich nicht vom Laser treffen lassen. Ah, oder von sonst irgendwas. Ich komm mal jetzt! Du machst dich Krankenhaus! Ey, ja, Digga, ich schwör! Mach mich dich Krankenhaus! No, die macht mich Krankenhaus! Auf jeden Fall krasse Moves! Ah! Aua! Aua! Aber das war noch nicht alles. Never ever. Ja, ist ja ein Schocker, meine Güte. Dunkle Samus abgewehrt, nicht besiegt. Mother Brain? Aurora-Einheit. Oh, nice. Alter, Tentakel, geil. Oh. Kimochi. Aura-Einheit 313. Kopfklappen schirmen den Kern ab. Zur Trennung der Kabel muss der Kern beschädigt werden. Ob
mysteriöse Weise ist Aurora-Einheit 313 mit der biologischen Essenz der dunklen Samus verschmolzen. Der größte Teil der Einheit ist effektiv abgeschirmt, lediglich die Kabelkupplung weist einen Schwachpunkt auf. Zwar lässt sich diese Stelle durch Bekämpfen des Kerns der Einheit freilegen, der Kern selbst wird jedoch durch Panzerklappen gesichert. Durch angreifende Tentakelöffnungen lassen sich betäubende zerebrale Rückkupplungen auslösen. Solange die Kreatur genommen ist, bleiben die Klappen ungesichert und lassen sich aufziehen. Wie man sieht, hat die Belastung durch Fason zu einer weitreichenden Mutation geführt. Zudem scheint eine symbiotische Verbindung zum Planeten Phase zu bestehen. Okay, man. Kabelkupplung weist einen Schwachpunkt auf. Zwar lässt sich diese Stelle durch Bekämpfen des Kerns sein und freilegen. Der Kern selbst wird jedoch durch Panzerklappen gesichert. Okay. Also schieße ich auf. Auf was schieße ich? Ah ja, auf die Dinger. Achso, dann kann ich da reinschießen, oder was? Ich glaube, dann kann ich da reinschießen. Oh, Gott, Laser! Oh, ich hätte nochmal einen Quicksave machen sollen, nachdem ich. Ah, das war dumm. Hätte ich machen müssen. Aha, ich muss da reinschieben. Okay. Wow. Das Leben. Da ist eine dunkle Samus. What do you mean? Einfach mittendrin jetzt hier so nebenbei als random Encounter. Das ist ja lit. Wo ist die dritte? Ich hab noch eine gesehen. Hi! Nein! Ah, ich hab dich getroffen. Nice, nice, nice. Lebensenergie. Blub, blub, blub. Jetzt muss ich es bestimmt aufreißen, ne? Komm schon! Und jetzt ins Gehirn! Ja, in das Gehirn! Ja, und ein paar Raketen. Und weg ist es. Das war gut. War ein guter erster Damage. So, jetzt wird's nur schwerer. Mehr dunkle Samenmütze. Samenmütze, das Not tun. Ja, das läuft aber. Guck mal. Oh no! Oh no 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 no. Ja, ja. Nice. Nice. Wieder ein bisschen Lebenspunkte. Was macht das denn jetzt? Macht jetzt wieder Laser? Ah ne, mehr Samuse. Samuse. Komm, pack deine Tentakel aus. Wir wollen sie alle sehen. Ja, Mann. Geil, Alter. Bleib nochmal. Und jetzt pack das Gehirn her. Heute gibt's Affenhirn auf Eis. Oh mein Gott, der Damage. Jetzt wird mir das Spiel doch nicht am Schluss noch einen gut designten Bossfight entgegenwerfen. Gibt's ja nicht, ey. Bin ich gar nicht so gewohnt. Die anderen Bossfights waren immer eher so meh. Muss man halt auch mal sagen. So. Was ist, sind das alles? Samus? Samus? Nee, sind einfach nur Projektile. Mehr Tentakel? No, das ist kein Tentakel. Betrunkener beim Pinkeln ist das. Okay. Ja, Mann! Es läuft! Es ist am Laufen! Aufladen. Oh mein Gott, der Damage!
Das war auch noch nicht alles, oder? Das ist doch nicht der letzte Fight. Wir müssen doch am Schluss bestimmt nochmal gegen die dunkle Dame kämpfen. Ist das Spiel eigentlich zu laut? Bei mir blastet gerade ganz schön die Ohren weg. Aber hey, sind ja auch nur meine. Aber das würde ich nicht mehr finden. Au! Da ist die Kugel darum! Oh! Okay. Schießt also Kugeln, wenn ich keine Lust mehr auf mich hat. Oh mein Gott, die Aim! Soll ich jetzt aufladen, anvisieren und einmal komplett ins Gehirn entladen. Och nee. Nu? Rohe Einheit 3 und 3. Kabelschaden legt empfindliche Schwachpunkte frei. Ja, den Kopf. Auf mysteriöse Weise ist mit der biologischen Essenz der dunklen Dame verschmolzen. Der größte Teil der Einheit ist der Petiarak, schon die Kopfstelle. Solange die Kreatur benommen ist, bleiben die Klappen ungesichert und lassen sich aufziehen. Man sieht, hat sich die Belastung. Okay, das ist schon was. Oh mein Gott, meine Frames! Oh no, meine Grafikkarte! Ah, hinten dran. Okay. Haben wir gesehen. Und da droppt er. Ja, da geht der Rechner down. What the fuck, ey. 40 Mann Raid in 2007. Oh God, Lord have mercy on my soul. Jesus. Oh, schön in den Booty. Ich schieße ihm in den Booty. Ach, was muss. Oh Gott! Das ist ja easy. Oh! Warte, was? No. Ich bräuchte mal was zum Heilen. Ja. Ah! Oh Gott, ich werde sterben, nur weil ich lecke. Nein, so darf es nicht enden. Ich habe fast volle Leiste. Das ist nicht gut. Nein. Gibt's hier irgendwas zum Heilen? Nein. Oh, ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's mit Jergo. Und ich habe nicht gezwischenspeichert. Ach nee, Alter. Das war so gut. Das war so ein guter Fight. Oh Mann. Ich bin wieder Endurance. Oh. Hat der Gegner einfach viel mehr HP als ich, ne? Wenn er 12 Phasen hat, kann ich nichts machen, ne? Ah. Tilt. Ne, das ist noch kein Tilt. Noch keiner. Keiner hat jemals mich tilten hören auf YouTube. Erstmal Nachricht anpinnen von den Sex Girls. Oh mein Gott, ich muss beim ersten Fight nochmal machen. Okay, melden. Ausblenden. Wunderbar. So, GPS, kann ich sehen, mein Eis steht im Weg. Pat, danke. Mein einziges Problem mit dem Fight ist, ich muss jetzt halt alle Phasen nochmal machen. Ne? Oh, aber wir haben volle HP. Ja, guck an, Alter. Jetzt geht's rund, Samus. Let's go.
gibt's auf Maul, Digga! Zack, Phase 1. Easy. Skip. So. Schießen, 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 schießen. So, jetzt macht's ihr Ding. Das hat mich getroffen. Same. Skip. Oh, schön, dass man das wenigstens skippen kann. Aber nicht die echte, das ist gut. Keine Ahnung, ob du doch, du bist ja echt, du kriegst Damage. Haben wir noch was? Nee. Ich könnte die irgendwie rausschlagen oder so, aber das ist nicht so schlimm. Wegen der normalen Dark Samus mache ich mir keine Sorgen. Der zweite Boss wird auch recht easy und danach mache ich einfach einen Save, glaube ich. Einfach der Zeit wegen. Ich will ja unsere Zeit nicht verschwenden. Oh, Jesus. Oh, no. Okay, nice. Du und dann du und hier kann ich halt echt nicht wehtun, aber ich kann dich zumindest beschießen. Achso, der hört dann auf zu laden. Ah, wenn man den beschießt, dann hört er einfach auf zu laden. Das ist gut. Oh, das war die echte. Eins. Nein. Dann keinen Damage. Ich meine, wir haben Damage bekommen, ja, aber. Kommen Sie drüber? Ah, oh, nice, ich! Steh, lass mich beschießen, ja! Oh, oh. Richtiger Naruto-Shit, den ich hier sehen muss, ne? Das war die richtige. Fusion! Wobei, das ist Dragon Ball. Na, ist egal. Ich kenne mich nicht aus mit diesen neumodernen Animes. Ha. Kill, 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 kill. Die hat nur noch ein Fitzel HP. Ich kann die andere Samus nicht targeten. Gewonnen! Also. Den ersten Teil vom Boss. So, jetzt kommt der nächste. Okay, zwei Treffer, ist gut. Kann man sich nicht beschweren. Oh mein Gott, er dreht sich wirklich. Weißt du, bei dem Boss hast du wenigstens noch die Möglichkeit zu heilen. Der einfach Heal-Items droppt. Oh, ist der weit weg. Och nö. Auf da. Lass mich da mal reingucken, ob da was drin ist. Gutes Viertel, nicht ganz. Ja, fünftel war. Geh weg. Ach, Mist, ich wollte es one-cyclen. Geht bestimmt, dass du den in einem Wisch erwischt. In einem Wisch erwischt. In einem Wisch halt auf den Boden drückst wieder. Und dann das Gehirn rausziehen kannst. Da ist die Masse. Bleib stehen! Naja, kann ich nicht mehr. Okay, haben wir, okay. Nice. Und hopp. Und Blaster. Ich hab Spaß mit dem Blaster, ey. Es ist richtig nice. Hehehehe.
erinnert mich ein bisschen an die Sumpfschlange in Secret of Evermore. Weiß nicht warum, aber so vom Movement her von dem Ding. Die hat sich ja auch immer so bewegt. War ganz merkwürdig. Hatte ich übelst Angst vor als Kind. Hab versucht, das immer aufzuschieben, bis ich nicht mehr, also bis ich musste. Aber ist halt ein Storyboss. Kann sie ja auch spielen. Du brauchst ja die Pfefferschote. Ohne die Pfefferschote kannst du ja keine Telekinese benutzen. Keiner, alle, die das Spiel nicht gespielt haben, denken sich jetzt, was redet denn? Oh, der könnte knapp werden, jetzt gleich mit dem letzten Phase. Oh mein Gott! Ach du meine Fresse! Hab ich den terminiert? Holy shit! Subscribe to my YouTube! Wow! Und nochmal ein bisschen drin rumrühren im Gehirn. Jawohl! Nice! So, jetzt machen wir einen Safe State. Because I roll like that. Jetzt sind da, 3.10. Betreff nicht! Ich kann da nicht free-firen, viel zu bad! Was heißt das denn? Zu Gegenspanner? Dann! Aber ich komme nicht ran! Ah, dammit! Oh ja, ich stehe drunter, ich bin nicht da genug! Nein! Jetzt bin ich zu nah! Jetzt kann ich es nicht mehr anvisieren! Das ist so! Ah, hör doch mal auf! Wie sich das Ding mitdreht, ich werd wahnsinnig, Alter! No! Nicht meine Grafikkarte! Ah! Das hat er nicht gemocht! Au, das habe ich nicht gemocht! Aber es stand sich damit selber, das ist ganz gut. Wissen. Jawohl. Das Ding muss weg. Oh, das ist auch gut in den Ohren. Das ist wie die Map in Metroid Prime 1, war das, glaube ich. Und 2. Ah! Mist, es war zu nah dran. Aber ich konnte nicht weiter weg. Oh. Ja, hier ist auf jeden Fall gut. Ah, oh, das war ein schöner Damage-Teil. Schön viel Damage gemacht. Jetzt kommt das Ding wieder auf den Boden. Dreht übel ab. Ach, alle Chip. Schick. RTX 4090. Klappe 1500 Euro. Ja, ist ja nix. Ich meine, das YouTube-Money regelt ja. Wissen wir ja alle. Ich mach ab nichts. Ich mach demnächst nur noch Casino-Streams, weil ich so dick das Money hab, Alter. Alles auf Ra. Ich weiß gar nicht, wie. Ich könnte nicht mal Casino Streams machen. Weiß nicht mal, wie die ganzen Termine sind. Hast du doch mal so aus der Kaffeekasse. True, meinen wir nicht, ne? Komm schon! Easy. Wobei, der war tatsächlich verhältnismäßig einfach im Vergleich zu denen in Metroid Prime 2. GZ! Ich glaube noch nicht, dass es vorbei ist, aber danke. Yep, genau, was ich mir gedacht habe. Die hat jetzt nämlich den Leviathan absorbiert und jetzt geht's erst richtig rund. Das war nicht alles. Niemals. Ich glaube, Stream ist nämlich der Best, weil da den ich so mithalten kann. Ich denke ja. Ich denke schon, dass das so ist, ja.
Aber ich bin sowieso ein Nvidia-Fanboy, weil es einfach Plug and Play ist. Oh mein Gott, wir haben unseren alten Dude! Wir sind wieder die echte, normale, original Samus mit richtig krassen Schultern. Der Phallus stürzt ab! Wie kann der abstürzen? Wir sind in Space! Sir, we have confirmed unstable energy spikes in multiple locations on the planet. It's a chain reaction. It's accelerating. The planet's going to explode. Ja, endlich! To disengage and prepare to retreat. Activate the Leviathan's warp field. Get us out of here. Get us out of here. Ah, ich habe ins Auge gehauen. Lass mal Planeten ballern. Let's go. Gibt nur ein Problem. Samus war da noch drin. Damage reports coming in. We've lost 37% of the fleet. Half of the surviving ships are reporting heavy casualties. Sir, we've confirmed the wormhole has disappeared. All the Leviathans are gone. The crisis is over. We did it. What about Samus? Negative, sir. No contact. Ah! She did it. Sir, receiving a transmission from Samus's ship. Mission complete! Hab ich schöne Wimpern. Oh. Ich glaube es nicht. Wir haben, glaube ich, im Mai angefangen mit Metroid Prime. Jetzt ist Dezember und jetzt haben wir sie durch. Was mal anlehnen, Alter. Ich habe in Metroid, in dem ersten Metroid, das wir gespielt haben, habe ich gewitzelt. Ja, also hier in Metroid Zero Mission habe ich gewitzelt. Haha. Kriegen wir schon bis zum Ende des Jahres durch, nicht wahr, Leute? Wir kriegen es nicht durch. Wir haben noch so viele Spiele. Oh, sie erinnert sich an all ihre Freunde. Der Typ. Und der andere Dude. Und die Dudette. Da, die Dudette da. Das Braun der Wimpern passt aber nicht zum Grün. Ich rede doch von Samus, nicht von mir. Außerdem sind das Augenbrauen, keine Wimpern. Die Wimpern sind doch das Ding da drin. Was du wegpusten darfst und dann kriegst du den Wunsch. Das Grün ist richtig geil geworden. Ach so. Da glaubst du, was ich für ein Narzisst bin? Ich rede doch nicht von mir selbst. Ich rede doch von Samus. Die hat so große Wimpern. Ach, schon. Brian Walker. Wir haben es geschafft. Und Samus hat sich nicht ausgezogen. Ich bin offended, bin ich. Weil normalerweise ist es ja so, wenn du eine gewisse Completion Rate hast, umso nackter ist Samus dann. Weil das war halt damals so, weiß ich, Alter. 3080, 3090 werden ja abgekündigt, beziehungsweise nicht mehr produziert. Die erste kosten 200 bis 300 Euro weniger als eine 4080, 4090. Grausam. Es ist sowieso total dämlich, dass die Grafikkarten so viel kosten, ne? Wieso kosten die denn so viel? Was ist denn da los? Bin stolz auf dich, aber die nacksche Samus sieht einfach besser aus. Danke. Danke, Dad. Weil Männer das Spiel gemacht haben. Ja. Das könnte sein. Kann das nicht... Dann... Ja gut, dann gucken wir uns das wohl an. Ja, war ein Game.
ich weiß nicht, war halt ein gutes Game. Metroid Prime 1 und 3, beides sehr nice Games. Metroid Prime 2 war definitiv meiner Meinung nach das Schwächste. Wobei es sehr coole Ansätze hatte, aber es war halt einfach nur sau unübersichtlich auch. Und da waren halt sehr viele Bosse einfach nur Mist. Der letzte Boss war richtig geil. Wenn ich an den letzten Boss von Metroid Prime 2 zurückdenke, möchte ich gerade kotzen. Ich würde mal sagen, erstens Preistreiber, zweitens ein Videomarkt, dass man auch Spieler hat, die Asche haben und es nicht stört. Ja, weil die meisten Gamer jetzt halt... Samus Aran's arduous fight against Phazon has ended. However, in the vast regions of space, this victory is just a twinkle of a star, spreading the light of hope through the darkness. Ich denke mal, dass Nvidia halt auch gemerkt hat, dass die meisten Leute, die gamen, also es gibt natürlich immer noch viele Jugendliche und junge Erwachsene, die Gamer sind, klar. Aber viele sind halt mittlerweile 30 bis 40 rum, haben einen guten Job, Familie, und die gönnen sich dann halt mal was. Die gönnen sich dann halt mal was und dann kaufen sie sich halt mal eine Grafikkarte im Wert von 2 Computern. Ab morgen gehen die Preise langsam runter. Bist du ein Insider? Bist du ein Scalper? AMD bringt morgen die neuen Grafikkarten auf den Markt. Ah, okay. Dann macht Sinn, dass die Preise runtergehen, ja. Voice Acting, Troy Baker? Aha. Crazy. Jetzt kann ich die Musik auch eigentlich wieder ein bisschen leiser machen. Aber seht ihr, ich habe jetzt noch mal eine Stunde gestreamt. Hätte ich das letzten Montag gemacht, meine Madame hätte mich totgeschlagen. Die sind im Durchschnitt ungefähr 200 Euro günstiger beim Release. Ja. Sind aber auch nicht so benutzerfreundlich wie die Nvidia-Grafikkarten. Das heißt nicht, dass sie schlechter sind. Im Gegenteil, ich glaube sogar, dass die AMD-Grafikkarten stärker sein können. Du musst aber erst ein bisschen dran rumbasteln. Bisschen overclocken und so. Das ist ein bisschen... weiß ich nicht. Ich mag halt das von Nvidia. Klack. Dann machst du noch dein Driver-Update und dann bist du eigentlich good to go. Kannst halt nichts mit falsch machen. Ich kann mich über beide nicht beschweren. Es ist so lange her, dass ich eine AMD-Grafikkarte hatte. Ich weiß gar nicht, ob das... Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon mal eine hatte. Ich glaube, mein Bruder hatte mal eine, aber... All rights including the copyrights of game, scenario, music and programs served by Nintendo. Nintendo or Nintendo? Oh! Mission! Achso, Missionsverlauf! Schwierigkeit, Veteran, Spiel gelöst, 77%. Spielzeit insgesamt 14,75 Stunden. Hypermodus, Schwierigkeit freigeschaltet. Ja, den spielen wir nicht. Das ist schön, ey. Damit geschafft. Wir haben das Spiel geschafft. Wenn nun gespeichert wird, gilt dieser Spielstand von Metroid Prime 3 Corruption als durchgespielt. Beim nächsten Laden dieser Teil beginnt das Spiel neu. Möchte ich das speichern? Nein. Hab lange überlegt, 1300 Euro für eine Nvidia oder 900 für eine AMD. Hab mich dann für 900 und eine neue CPU entschieden. Hat eine Option. Das ist definitiv eine Option. Ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass du dich mit Computern ein bisschen auskennst. Da ist halt das Overclocken und so kein Problem, sodass dein Rechner nicht abbrennt. Beziehungsweise, dass dein Rechner nicht die ganze Zeit bluescreent oder dass du irgendwelche anderen... Langzeitprobleme hast. So, dann machen wir mal meine Hackfresse ein bisschen größer. Habe ich hier, Profi wie ich bin, habe ich natürlich noch nichts eingestellt. Warte mal, wir machen jetzt mal. Da bin ich. So, dann mache ich mich mal so in die Mitte. Das ist jetzt ein 4:3 Stream. Machen wir mal die Bildschirmaufnahme aus. Machen das mal zu. Ja. So, jetzt seht ihr nur mich.
Und das ist auch okay so. Mini, mini, mo, catch a tiger with its paw. War das das hier? Das sieht gut aus. Update available. Nope. Achso, ich muss meinen Controller erstmal anstecken, ne? Guck, der einfach jetzt so flawless funktioniert. Ich mach mal das Ding nochmal zu und nochmal auf. Und dann hoffen wir mal, dass alles funktioniert. Alles gut, macht nichts draus. In 10 Jahren wird es auch mal ein Bart. Du dummer Penner, Alter. Du dummer. Du blöder! Du Blödi! Mama! Samus Returns. Das ist das nächste. Glaube ich. Jetzt muss ich jetzt mal da selber nachschauen. Boah, ist das laut! Ach du Scheiße, Alter! Jesus Christus! Schenk mir deine Gnade! Boah! Ich glaube, das ist auch zu laut, Alter. So ist okay, oder? Damn. Samus Returns. Sound ist gut? Fragezeichen? So, was war denn hier? Das ist nicht Fullscreen. Oh, das ist nicht, ist hier vielleicht? Nö. Nee. F11? Ah, F11. Jetzt habe ich mich selber gemutet, warte mal. So, das hier. Und jetzt. Wie mache ich denn. Bisher ja. Gut. How the fuck? Kann ich hier nicht einfach wirklich machen? Warte, ich mache gerade alles falsch. Steuerung Z. Ah! Oh mein Gott, es ist laut! Jesus! Geil, ja! Nächstes Metroid. Hab natürlich, Profi wie ich bin, kein weiteres Thumbnail gemacht, weil ich mir dachte. Also ehrlich gesagt, habe ich gar nicht gedacht. Ich habe einfach gar nicht mehr gedacht. Und ich glaube, wir müssen jetzt mal was ausprobieren. So, wir haben jetzt nämlich zwei Möglichkeiten. Das Ganze ist ein DS-Game. Ich spiele das hier auf meinem Original-DS. Eins der besten Remakes, das ich bis jetzt gesehen habe. Zu laut. Oh, es hat sich resettet. Sorry, weil ich zurückgedrückt habe. Haha. eins der besten Remakes, das ich bis jetzt gesehen habe. Da bin ich ja mal gespannt. Ich habe, glaube ich, das Original weder gesehen noch gespielt. Und ich meine, ich habe auch Samus Returns nicht zu gesehen. Das heißt, das hier müsste das einzige 2D-Metroid sein, von dem ich zero Ahnung habe. Wenn ich mich nicht täusche. So, also wir haben zwei Möglichkeiten. Erstens, wir können das so machen, wie es jetzt ist. Mit dem oberen Bildschirm als Hauptbildschirm. Und dem unteren, so dass ihr einiges seht. Ich habe nur mal kurz eingetestet, deswegen steht da auch 0000. Kann es ja auch löschen, wenn ich rausfinde, wie. Oder wir fangen einfach mit neuer Datei an. Das Schwarz-Weiße auf Gameboy. Mein erstes. Oh. Das erste ist immer was Besonderes, ne? Oder wir können das auch so machen. Dann muss ich nur meine Hackfresse woanders hin bewegen. Ich kann das erstmal. Dann habt ihr hier. Also hier den großen Monitor und seht alles. Habt aber hier unten rechts nur so ganz popelig klein die Karte. Also hier wäre dann die Karte drauf und so ein bisschen HUD. Also hier Interface. Weiß ich nicht, ob ihr lieber die Karte auch mitsehen wollt oder ob ihr euch einfach von mir leiten lassen wollt. Da bräuchte ich jetzt mal eine Antwort im Chat. Ich glaube für. Nee, ich lasse euch jetzt mal entscheiden. Ich lasse euch jetzt mal selber entscheiden. Ihr seid alt genug, selber zu denken. Und dann dort oben rechts in die Ecke. Yes, dann mache ich mich wahrscheinlich ein bisschen kleiner. Oder ich lasse mich so. Muss mal gucken, warte mal. Schick mich mal. Hub-Account. Und Videoaufnahmegerät. Und dann. Yep. Ja, so ist doch eigentlich ganz gut, oder? Und vielleicht die Nase noch so. Hm?
Na, jetzt lass sie doch mal bei bewegen. Ich glaub, so wäre okay. Ich weiß jetzt halt nicht, was oben rechts in der Ecke vom Main-Monitor ist. Passt? Okay, dann. Fangen wir an. Neue Datei. Ach, seht euch an, wie schön das ist. Neues Spiel wird erstellt. Das ist halt ein DS-Game, ne? Im Jahr 2000X5. Kosmische Zeitrechnung. Ein Forschungsteam der Galaktischen Föderation entdeckte eine unbekannte Lebensform auf dem Planeten SR388. Es gelang ihnen zwar, ein lebendes Exemplar der Spezies in ihren Besitz zu bringen, allerdings wurde ihr Forschungsschiff auf der Heimreise von Weltraumpiraten angegriffen. Das müsste Metroid 1 gewesen sein, weil ich glaube, Planet Zebes ist Super Metroid, SR388 war Metroid 1, oder? Dieser Angriff erfolgte nicht zufällig. Die Weltraumpiraten hatten es auf die seltsamen Organismen Metroids genannt abgesehen. Mit Hilfe nachgezüchteter Metroids und deren einzigartiger Fähigkeit, Energie jedweder Lebewesen absorbieren zu können, wollten sie die gesamte Galaxie unterjochen. Jochen! Um dieser Bedrohung zu begegnen, schickte die Galaktische Föderation eine einzelne Kopfgeldjägerin los, die Basis der Weltraumpiraten auf dem Planeten Zebes infiltrieren sollte. Dann kann das aber chronologisch nicht passen in der Liste, wie wir sie kennen. Naja, egal, wir spielen jetzt einfach so, wie es da steht. Alle Widrigkeiten zum Trotz löschte Samus Aran die Metroids auf Zebes aus und besiegte Mother Brain. Spoiler? Fragezeichen? Naja, nicht wirklich. Die Anführerin der Weltraumpiraten. So wurden deren finsteren Pläne vereitelt. Zumindest vorerst. Beunruhigt durch diese Entwicklung und die Gefahr, die immer noch von der Metroid-Lebensform ausging, leitete die Galaktische Föderation Planungen für eine weitere Expedition zu SR388 in die Wege. Die sehen OG aus wie Space Marines aus StarCraft. Ein Sondertrupp aus Elitekämpfern der Föderationspolizei wurde zur Untersuchung der Situation entsandt. Der Kontakt brach kurz danach ab. Allerdings konnten zuvor noch Daten ans Hauptquartier übertragen werden. Die Analyse der Daten wies die Präsenz von Metroids im Inneren des Planeten SR388 nach. Solange sie existierten, stellten diese Metroids eine enorme Bedrohung für die gesamte Galaxie dar. Die resultierende Entscheidung der Rats der Galaktischen Föderation erfolgte direkt und einstimmig. Samus Aran, du musst die Metroids ein für alle Mal unschädlich machen. Boah, das Opening ist so 90er, ne? Geil. I love it. Ich hätte noch mehr hier, keine Sorge. Ich bin versorgt. Bip, 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 bip. Felsen! Oh, das ist dein Lieblingsraumschiff. Ich liebe diesen Theme, ne? Ich glaube, das mache ich mal als Klingelton. Da ist sie. Die Schönheit, die schon wieder keine Skills hat. Oh. Und Ed geht los. So, man kann laufen, man kann springen, man kann so ein bisschen Ghost Song mäßig zielen. Ah, ich kann auch schießen. Ich kann übrigens extrem schnell drücken. Nice. Okay, wir haben. Achso, der erste Game, muss ich da draufklicken? Ja. Hier unten ist ein bisschen Blitzdings. Und die Karte ist furzt klein, aber das ist ja eher mein Problem. Okay, ich weiß nicht, wo lang, also gehen wir mal nach links. Was ich wohl als falsch weiß. Habe ich schon Raketen? Was ist das für ein Game? Sag nicht, ja mit dem Walljump auch. Was? Wir haben von Anfang an den Walljump. Ich werde verrückt, Nächstes müssen wir sagen, ich kann rennen. Oh mein Gott, das sieht so cool aus. Hm.
Hallo? Jemand zu Hause? Es sind Monster! Okay, irgendwelche Partikelchen aufgesammelt. Gedrückt halten und Y drücken, um Missiles abzufeuern. Da bin ich schon dabei. Okay. L drücken und halten, um Position beizubehalten und der Zielerfangsmodus zu wechseln. Ziele mit den Beams müssen jetzt in die richtige. Okay. Ah, ich kann mich an der Klippe festhalten. Ich werde wahnsinnig. Oh, oh, oh. Oh, no. Ah, jetzt seht ihr meine HP gar nicht, ne? Die sind auf dem kleinen Mini-Hut. Dann müsst ihr sagen, ob euch das stört. Was relevant ist für euch. Au. Okay, hier war bloß der Weg zurück. Wollte ich nochmal testen. Ach, das respawnt. Kann ich das mit den normalen Schüssen ja wegmachen? Das ist ja schön. Ich sehe 99. Ja, ich weiß nicht, wie klein das ist. Ich glaube, wenn man das mit dem Handy sieht, wird es schon schwierig. Alles über 0 ist okay. Okay. Achso, ich muss ja. Man hat hier einen Konter wie in Metroid Dread? Ich werd blöd in der Birne. Ist ein bisschen schwierig zu zielen. Ups. Okay, hat funktioniert. Oh nein, das sind Glubschpuchsis. Ah! Oh, jetzt gibt's auf die Schnauze. Jetzt gibt's auf die Schnauze. Auf die Schnauze. Auf die Schnauze. Ich poliere dir die Fresse, komm her! Oh, man kann ihn nicht killen damit. Oh mein Gott! Nice, okay. Was? Oh nein! Kann man hier looten? Oh Gott! Unsere erste Tür! Oh mein Gott, Papas erste Tür. Bleh, das bist du! Pariere gegnerische Angriffe mit einem Melee-Konter, kurz bevor sie dich treffen. Nach geglücktem Parieren ziehst du automatisch. Drücke jetzt X, um einen Melee-Konter auszuführen. Oh mein Gott, das ist wie ein Metroid Dread! Ich wusste nicht, dass das vorher auch schon mal in einem Game vorkam. Ich war übelst gehypt, als wir damals Metroid Dread gespielt haben. Da kann man doch rein. Ups. Da kann man nicht rein. Na gut. Oh mein Gott. Ja! 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 Geil! Ja! Ja! Man muss gar nicht zielen! Ich muss einfach nur parieren! Bam! Ach, ist das easy! Ah, ist das free! Ist viel leichter als in Dark Souls. Come on. Do it again. Oh, ist ja lecker, Dread hat's hier geklaut. Sie haben das erfolgreich fortgesetzt. Ist das ein Schalter oder ist das schon ein Speicherpunkt? Munition vollständig aufgeladen. Okay. Oh. Ich meine, das hier war ja dann der letzte Teil. Oh mein Gott. Nein! Ich komme da nicht ran! Ich kann mich noch nicht zum Ball machen. Oder? Ja. Der letzte Teil, der vor Metroid Red rauskam, ne? Weil Metroid Red kam 2021. Und der hier kam dann 2017. Crazy. Oh, was könnte da drin sein? Ist es vielleicht der Morphball? Um mir spielerisch beizubringen, dass ich mir gleich die... Dass ich mir gleich die Raketen da holen kann? Das ist der Morphball. Ja, geil. Der kompakte Morphball erlaubt das Passieren enger Stellen.
in der Hocke eine Taste nach unten drücken, um zu morphen. Aktivierung durch Berühren der Karte auf den Touchscreen. Warum würde ich denn so machen, um zum Morphball zu werden? Ich einfach so machen kann. Mord. Oh, wir haben unser erstes Collectible. Das ist schön. Aber keine Bomben diesmal. Hallo? Ich muss da mal durch. Achtung, verzeihen Sie. Ich bin Arzt. Ich muss Arzt. Speichern. In diesem sicheren Traum? Ja, auf jeden Fall. Mord. Ist das geil? So, kommt jetzt schon Crate oder was? Link? Link? Okay, irgendwas leuchtet da. Wir haben verschiedene Markierungen auf der Karte. Ich kann aber, ich glaube... jetzt habe ich die falsche Taste drücken. Ist es die da? Ja, dann kann ich mal zwischen dem großen und dem kleinen Bildschirm durchwechseln. Dann seht ihr auch mal die Karte. Okay, also das hier ist ein Speicherpunkt. Das hier ist eine Raketenaufladestation. Das hier sind Items, die wir schon mal gesammelt haben. Oder Items, die man noch sammeln muss. Bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob die beide so angezeigt werden. Das sind offensichtlich Türen. Und das Ganze sieht ein bisschen aus wie in Etrian Odyssey. Okay. Schätze ich, muss einen Metroid besiegen. Hä, warum haben die denn eine Tür, die Metroids anbetet? Was ist denn hier los? Ah! Schlag mich! Danke! Ich benötige deine Heilung. Ah. Okay. Stuck. Wäre es ein Spoiler, wenn ich sage, kein Crate, kein Ripley? Ich meine, erstens hast du es jetzt schon gesagt und zweitens nicht wirklich, nee. Also für mich zumindest nicht. Da rein? Ich glaube, ich will da nicht rein. Ach so, da oben! Ich hab's nicht gesehen. Ich bin blind. Okay. Entschuldigung. Das war doch mit Absicht! Das muss wegen dir so ein Glubschi sterben. Guck. Bam. Deine Schuld. Deine Schuld. Nicht meine. Vorbei. Hier sind wieder Leute tot. Tote Leute. Vogel! Vater? Mutter? Steig in meinen Mund, Brotkäppchen. Actually debated what? Scan-Impuls? Das direkt am Anfang? Was ist denn hier los, Alter? Was ist denn das für ein Game? Anzug wird Aeon-kompatibel gemacht. Aeon ermöglicht den Einsatz von Spezialfähigkeiten wie dem Scan-Impuls. Von besiegten Gegnern hinterlassen der Aeon-Sphären füllen Aeon-Vorräte auf. Ich hab Mana. Scan-Impuls verwendet Aeon, um ein Gebiet zu scannen. Enthüllt Kartenabschnitte und zerstörbare Blöcke. Ausrüsten mit nach oben ausgerüstet und Scan-Impuls mit A aktivieren. Abbruch durch erneuten Druck auf A vor Freisetzen des Impulses. B. Okay. Die Brücke. Ich werde wahnsinnig, Alter! Du kannst einfach das Gebiet scannen. Ja, über mir ist irgendwo ein Item. Oh mein Gott, ich habe mich verliebt. Ah. Die Mucke ist klasse. Ja!
Nice. Und hier ist jetzt mein Sekret. Und es sind Raketen. Gut, das war schon ziemlich offensichtlich, ehrlich gesagt. Aber wir haben eine Rakete bekommen. Das ist ja geil. Von Anfang an so ein Pulsding. So ein Pulsmessscanner. Guck mal, da unten ist noch ein Secret. Seht ihr das? Haben wir nochmal freigeschalten. Hier, irgendwie. Das fühlt sich richtig gut an zu spielen. Oha. Das bin ich morgens bei meinem ersten Kaffee. So stürze ich mich da auch drauf. Die Amiibo-Option wurde im Kartenmenü freigeschaltet. Who cares? Was ist hier? Erstmal nochmal scannen. Oh. Nein, ich komme da nicht hoch. Nein. Leuchtet wieder. Und Lilith ist wie Mother M und sagt dir, was du tun darfst. Ich habe Other M nicht gespielt bisher. Ich habe es zwar mal angespielt für mich, aber ich habe es nie wirklich weit gespielt. Also eine Stunde oder so jeweils. Deswegen bin ich mir gerade nicht sicher, worauf du anspielst. Aber ja, die sagt mir im Prinzip, was ich tun lassen darf. So wie das in einer glücklichen Beziehung halt funktioniert, nicht wahr? Sneept. Ah! Ich glaube, ich muss einfach mehr parieren. Komm her, Alter! Absolut terminiert. Ah, oh, ist geil. Wollen wir irgendwo durch? Nein. Oh. Ah, ich muss mehr Raketen benutzen. Der konnte One-Shot und alles ist Raum. Das ist ein Raum. Oh Gott. Ist ja prima. Und scannen. Da kann man rein. Ach, kurz Karte. Okay, da kommen wir scheinbar noch nicht hoch. Akzeptieren wir mal so. Hier unten ist jetzt, irgendwann, oh mein Gott. Komm da rein. Da kann man rein. Aha! Nice, nice, nice. Hä? Wieder oben lang. Ich habe Schaden. Bitte heilen Sie mich. Ich finde es gut, dass jeder Gegner was zum Heilen hat. Und ich finde es auch gut, wie viel Damage die Gegner machen. Ist das eine Heilungsstation, eine Speicherstation? Ich glaube schon, ne? Ja. Oh mein Gott, die Musik ist awesome. Aha! Oh. Metroid? Look, es ist tot. Hab was Schlechtes gegessen. Wir fahren mit dem Gegner. Kommt dann also. Ah, ich bin reingesprungen. Hab ich. Immer schön reinpumpen. Achso, mit Raketen. Das zählt. Boom. Hast gewonnen. Ist vorbei. Wir haben unser erstes Metroid besiegt von, ich würde schätzen, 40.
Metroid DNS. Lecker. Erstmal scannen. Ist hier noch irgendwas Spannendes? Okay, da oben das Item, da kommen wir noch nicht ran. Da können wir noch nicht weit genug springen. Ansonsten haben wir hier alles fertig. Dann gehen wir mal nach rechts. Ah ja, hier gibt's nochmal irgendwas. Munition würde ich tippen. Ey, wir würden bei der Musik nicht hyped. Oh! Babys erster Energietank. Okay, da brauchen wir auch irgendeinen anderen Beam. Da kann ich rein. Wir können aber erstmal nach oben gehen. Scannen nochmal, ich habe wenig Energie. Achso, ich kann auch da rein. Und komm dann da auf der Seite runter und dann kriegen wir den neuen Beam. Ha, den Charge Beam. Hä? Wie kurz ist denn das Spiel? Ich kriege alles einfach serviert. Einfach so, hier bitte schön, bitte Samus, bitte Meme. Der Charge Beam lädt sich auf und setzt starke Energiestöße frei. Deine Energiestöße öffnen auch Charge-Türsysteme. Y gedrückt halten zum Aufladen, abfeuern durch Loslassen von Y. Okay. Ist ja nice. Ah! Do it again. Nice. Nice. Mal scannen. Okay. Aua! Oh mein Gott. Okay, do it again. Diesmal paar richtig. Es fühlt sich einfach gut an. Okay, da ist aber noch ein Item versteckt. Warte mal. Ah! Ich drück noch die falschen Tasten. Ich brauche noch ein Stück zu diesem anderen Game gewöhnen. Vielleicht. Ah! Aha! Noch mehr Raketen! Verguck dich nicht, nur weil es einsteigerfreundlich ist, hat es trotzdem einen sehr guten Flow. Trotz nicht nur. Ich verstehe schon, was du meinst. Ich meine, bis jetzt, ich werde mich nicht beschweren. Ich habe nur Sorge, dass es zu schnell vorbei ist. So wie gewisse Ghost Song-Spiele. Ah, oh, Ghost Song war auch super. Haha, warum ist das vorbei? Gestern kam die letzte Folge, ne? Aber dann kommt morgen die erste Folge von Nightwish. Die zweite Folge von Nightwish. Okay, da ist nichts. Was scannen? Scanning. Okay, das ist das nächste Biom. Da muss ich jetzt noch nicht hin. Also muss ich wahrscheinlich schon hin, aber. Ah ne, da ist das Wasser. Ah, das Spiel ist das Wasser. Also das auf der Karte wieder. Jetzt sind wir hier fertig. Links kamen wir durch. Okay. Da ist noch ein Item, was wir verfehlt haben, aber das können wir holen, wenn wir das Item da hinten holen. Dann gehen wir jetzt weiter. Aue. Du doch sowas nicht, Alter. Gut. Nightwish. Ja. Nightwish. Wie gut. Hast du die erste Folge schon gesehen? Das ist ein sehr gutes Game. Und es wird, ehrlich gesagt, nur besser. Es wird immer nur besser. Wenn der Jago aufhören lassen würde, sich zu treffen, aufhören, sich nicht immer treffen würde. Nee, sich nicht immer treffen lassen würde, dann wäre dann auch alles wesentlich einfacher. Aber das Game ist nicht leicht, aber es ist sehr cool. Mehr scannen! Okay, dann links ist Seite. Oh, das ist ja geil mit dem Scanner. Da musst du ja gar nicht mehr richtig spielen. Da musst du ja nur noch abfarmen. Das ist ja geil. Bist du nichts mit sprechen zu tun hast im Beruf. True. Actually true. Sag ich auch immer true. Kann ich
besser. Nein, bleib offen. Aufhören würde sich treffen zu lassen. Ja. Ich hab kein Deutsch-LK, jetzt lass mir doch mal in Ruhe hier. Ich hab nicht mal Abi. Ich bin Geringverdiener, ich darf so reden. Oh, oh. Ach nee, ist ein Speicherpunkt. Oder bist du ein Speicherpunkt? Der sieht ein bisschen aus wie der eine Boss in Alundra 2. Hä, warum hat er das jetzt so Build-Up? Kann ich nicht speichern, oder was? Kann ich noch nicht speichern. Du auch nicht? Ach so. Ach, schau an. Ah! Boom! Fort! Hä? Lila! Oh nein, ich brauche Lila-Knubbels. Aber schieße doch nur auf Lila-Knubbels momentan. Welchen Geräusch dafür, dass hier noch Loot ist? Ja, da unten bin ich schon gesagt. Dann will ich, glaube ich, erstmal. Warte. Da komme ich auf keinen Fall rein. Dann gehen wir erstmal hier lang. Was ist das? Ist das Strom? Aufzug verwenden. Nein. Noch nicht. Aber Abi, Schmabi, was auch immer, ne? Warte, was? Ich kann so ein bisschen nach vorne springen, aber das bringt mir gar nichts. Vielleicht das. Ich habe so eine Baby-Screw-Attack für Babys, das ist ja cool. Baby-Screw-Attack sollte ich nicht sagen. Auch wenn ich jetzt kein Erzieher mehr bin, das sind Worte, die sollten nicht aus dem Mund kommen. Okay, warte. Bevor wir da runtergehen, muss ich nochmal die Karten konsultieren. Da ist noch ein Item noch rechts. Da will ich noch hin. Da will ich nochmal gucken. Hier, oh, ist Honig an der Wand. Hier. Oh, das matschige Geräusch ist ja geil. Hm? Was war das? Sah aus, als hätte ich einen Boost gehabt. Oh nein, da kommen die ran, Manu! Nix darf ich! Scheißspiel! Gut, dann kommen wir da erst später ran. Jetzt, fall runter! Und benutzen Sie den Aufzug, Frau Aran! Oh, der Aufzug laggt. Aber es ist nicht so schlimm, ist bloß der Ladebildschirm. Wenn der Ladebildschirm laggt, ist nicht so schlimm. Wo zum Geier bin ich? Und was ist das? Das ist nichts. Einfach scannen. Man weiß ja nie, was auf einen zukommt. Boom! Oh, pariert. Ist irgendwas? Nein. Kann ich einfach runter? So, ich mach mal Wäsche und spiel mit den Cartersons. Die wollen schon wieder spielen. Die haben doch vorhin erst mit denen gespielt. Wie viel Schmus spielen kann man denn sein? Oh. Meine Güte, du bist ja mit Speicherstationen überschüttet in dem Game. Wenn du bedenkst, dass ich bei Metroid Prime einfach alle 2 Stunden oder so mal eine Speicherstation aufgesucht habe, weil da keine sind. Das ist insane. Insane in the membrane ist es. Direkt gefahren. Ich kann in der Luft parieren. Oh mein Gott. Ah, ich schmelze. Hast du den Baby-Bonus gewählt? Ich habe gar nichts gewählt. Kann ich das irgendwo sehen? R. Das sind meine Fähigkeiten. Map. Aeon-Kräfte. Ich habe gar nichts gewählt. Achso, warte, ich kann hier einfach klicken. Letzter Checkpoint, Steuerung. Ich kann nicht. Was ist das? Achso, Zone. Gibt nur einen Difficulty, oder?
hast keine verschiedenen Schwierigkeitsgrade, nicht wahr? Gib bloß den für Männer! Vier Metroids, okay. Warte, muss ich jetzt noch vier Metroids besiegen oder insgesamt vier? Metroid DNS wendet, um Versiegelung zu öffnen. Keine Metroid DNS festgestellt. Okay, ich brauche noch fünf. Fladen! Oh nein, das Ding ist so rot! Lecker, lecker, lecker. Scanning. Okay. Nur noch die Frage, wie man da reinkommt, das Rote. Ich würde mal tippen, da drin ist es ziemlich heiß, aber wir schauen auf jeden Fall mal ganz kurz rein. Ah, Schmerzen! Okay, ja, wir kriegen permanent Damage. Ganz klassische Metroid-Mechanik. Wie man sie aus Metroid 1, glaube ich, sogar kennt. Ich wollte gerade sagen, ich habe so lange keinen Plattformer gespielt, aber es wäre halt einfach eine Lüge. Ghost Song ist halt straight up Metroid, ne? Okay, dann sind wir hier erstmal fertig. Dann gehen wir noch rechts, oder? Mit diesem langen Gang, aber. Zu früh! Ist dann wieder mal so ein Schießgemacher, also. Zack! Also ein bisschen was zu leben. Ah! Mistvieh, Alter! Du Hodenklemme, komm ran! Wo blinkt's denn? Ach, da! Da ist auch irgendwas. Wenn ich nicht genau sicher bin, was das ist. Hä? Was war das? Achso, meine Eon-Energie ist voll, glaube ich. Wie viel Range, also was das auch für eine Kurve ist, die das zieht, wenn du parierst. So nice. Ah! Man sollte halt nur nicht währenddessen in den Chat gucken. Hier nochmal schnell scannen. Hm. Kann ich das bewegen? Dann gehen wir erstmal oben weiter. Wir gehen eh alle beide Wege lang. Ja, komm, parier. Schlag mich. Komm ran! Schönes Ding. Es ist einfach gut, die zu parieren, weil du musst nicht zielen, du kannst einfach schlagen, musst nur warten, bis die kommen. Ist geil! Sobald die blinken, drückst du den Knöpfchen. Ups. Richtig easy. Bam! Du kriegst volle HP. So nice. Da komme ich wahrscheinlich auch noch nicht ran. Außer... Aha! Oh! Ach, schön. Das läuft ja wie am Schnürchen. Da komme ich aber, glaube ich, auch nicht ran. Ah, oh, oh, oh. Das bleibt. Oh. Na gut. Hab mich schon cool gefühlt und alles, aber na gut. Bin ich halt nicht cool. Bin ja nichts anderes gewohnt. Speichern, ja. Bitte, speichern, ja. Hello. Hello. Oh mein Gott, ich hab meine Plattform kaputt gemacht. Ich hab meine Plattform kaputt gemacht. Oh, die geht auch kaputt. Warum willst du sowas tun? Lagen Sie mich! Also, ich komme eh nicht mehr da nach oben. Da komme ich nicht ran, da komme ich nicht ran, da komme ich nicht ran. Einmal scannen. Was ist das da rechts? Meine Möglichkeit, es rauszufinden! Ah! Ich habe meinen Mauszeiger gerichtet, das ist... Spüren Sie es schon, Mr. Krabs? Oh, komm, ja. Okay. Ich schätze,
Wir werden in naher Zukunft eine Morphball-Bombe bekommen. Und die könnte sich sogar... Oh, neu. Die sind ja süß. Die sehen aus wie Zelda-Charakter. Also Zelda-Monster. Der Morphball könnte sich sogar schon da hinten befinden. Der Morphball, sag ich, die Morphball-Bombe. Ich habe das Spiel noch nicht gespielt. Ich habe auch noch nie was dazu gesehen, by the way. Ah, ich habe halt einfach übertrieben krassen Game Sense. Was soll ich machen? Für den Einsatz mit dem Morphball konzipierte Bombe. In Morphball-Bombe Form Y drücken Bombe, um Bombe zu legen Bombe. Ist ja Bombe. Hui! Mhm. Oh, wie hoch das einen schießt. Und wieder drei Raketen. Nice and steil. So, jetzt kommen wir überall ran, wo wir ran wollen. Also, naja, nicht wirklich, aber. Ziemlich nah. Ziemlich viel. Kommen wir dran. Übertrieben zerballert. Das war da oben lang, wa? Ah! Bitte tun Sie es nochmal. Vielen Dank. Och, echt die HP. Ist jetzt eigentlich das Lilane, was mich heilt, oder ist das Gelbe, was mich heilt? Muss man nicht darauf achten. Das Lilane heilt mich. Zu früh. Anlang. Okay, jetzt bin ich bereit. Nichts zum Heilen. Okay. Plopp. Ah! Wieder so ein Leuchtending. Ach, das ist ein Teleporter! Wie in Metroid Dread, ich raste aus! Tatsächlich, ich werd verrückt. Ich werde verrückt. Ah! Jetzt ich. Komm ich da rüber? Ja! Da brauche ich wahrscheinlich den Eisbeam oder so, dann kann ich die Dinger einfrieren und dann komme ich da hoch. Ein paar HP nehme ich auf jeden Fall mit. So ein bisschen so ein Riese-HP. Ist auch die Kalle sagt hier oben ist Sackgasse. Dann sagt der Jaguar Scan mal. Aue! Aue! Jetzt hör auf! Huch! Was? Was blinkt da? Ach, ein Metroid ist in der Nähe. Was schätzt hier unten, wa? Überall Honig. Ich könnte mich mal schnell voll heilen. Bevor ich mir wehtun lasse. Den. Ja. Einmal noch. Na. Reicht. Oh, Metroid. Okay. Eisbeam friert Gegner ein. Sie sind dann als Plattform nutzbar. Aufgeladene Schüsse frieren Gegner länger ein. Berühre das Symbol auf dem Touchscreen und drücke Y. Um zu schießen. Ich wechsle quasi zwischen den zwei Beams durch. Verstanden. Halt. Ist hier noch was? Aha!
Krieg ich die mit dem Charge weg? Okay. Geht noch nicht. Interessant. Ach so, ich komme jetzt gar nicht raus. Ich muss den einführen. Oh, das ist aber nicht lange. Ah! Hör doch bitte auf! So eine Unvernünftigkeit zu machen. Man kann es aber nicht so wirklich gut killen. Dann lade ich mal bei dem Ding. Und das können wir da auch mal rein. Aber ich könnte jetzt auch erstmal nach oben. Jetzt, wo ich es kann, möchte ich es auch tun. Wenn ich ganz ehrlich sein darf, dann wählen wir das mal aus. Dann springe ich mal dahin. Da rechts ist ein Item, da links ist ein Item, da ist ein Weg, da ist ein Weg, da ist ein Weg. Tausend Wege! Jago ist ein wenig eingeschüchtert. Ja, krieg ich nicht ganz hin, ne? Krieg ich nicht ganz hin, ne? Geht nicht. Komm halt da lang. Meine Drücke. Oh, da ist ein Metroid geschlüpft. Seht ihr das? Ein leerer Kokon. Und mein Metroid-Radar spinnt schon wieder. Na dann, komme ich da nicht durch. Aber da komme ich durch. Ich kann die Tür jetzt von der Seite öffnen. Das ist ja smart. Das ist ja smart, Alter. Und das ist so ein Level. Easy. Mumbi. Okay. Wieder mehr scannen, ich habe wieder ein bisschen Energie. Ah, warte mal, da kann ich durch. Wieso kann ich denn da durch? Wieso würde ich denn da durch wollen können? Können wollen. Mhm. Nochmal scannen. Das macht doch gar keinen Unterschied. Ha! Dann links geht's lang, okay. Versuche ich jetzt hier. Das ist nicht die Lösung. Das. Hä? Was? Was geht denn hier ab? Hä, wir sind noch nicht mal eine Stunde in dem Game drin und wir haben schon 20 Sachen. Der Spider-Ball ermöglicht die Bewegung an Wand und Decke. Im Morph-Ball L drücken, um Spider-Ball zu aktivieren. What? Was, einfach so? Da komme ich jetzt fast überall hin. Oh, guck mal! Guck doch mal! Guck doch mal, was ich da mache! Ich cheate! Quasi. Ups. Ich habe keine Energie. Kann nicht mehr scannen. Wozu noch einen Double Jump kriegen, wenn ich das kann? Kann ich hier Energie aufladen? Lädt das meine Energie auf? Hast mein Eis hier auf meinen Stift gestellt? Das wäre schlecht gewesen. Schlag mich! Tu es! Dann kann ich ja jetzt. Kann ich jetzt auch? Das ist ja verrückt. Das sind Raketen. Guck doch mal. Nochmal Raketen. Ist ja awesome. Einziges Dopaminfest.
no! Jill, no! Rakete, 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 Rakete! Okay. Man kann sich einfach so mit Raketen beschießen. Na dann. Das ist nicht der Perry. Das ist auch nicht der Perry. Perry, das Schnabeltier, hat hier nichts zu tun gerade. Nope. 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 Oh, ich kann das Zeug verstehen. Ah, sehr gut. Ist ja noch leichter. Jetzt mach doch mal den Move, den du machen sollst. Ja, nice. Und was ist sonst so eure... Man. Welcome to Gravity Falls. Was ist sonst so eure restliche Wochenplanung? Da ist er! Und da geht er down. Ja. Was ist sonst so eure restliche Wochenplanung? Ich werde jetzt ein bisschen... Morgen werde ich mal hier Ashen wahrscheinlich fertig spielen. Und dann ja, arbeiten bis tief in die Nacht. Also bis 7. Tief in die Nacht. Und ja, ich wollte es eigentlich nur ein bisschen hier füllen, während ich den Blitztypi besiege, aber hat sich erledigt. Scanning. Hä? Ja, was? 100 Arbeitsplätze aufbauen und verkabeln. Wollen wir tauschen? Na, du, lass mal gut sein. Ich bin Gucci mit meinen Paletten. Ist quasi alles Paletti, ja. Ach, da! Warte, was? Ups. Nein! Nein! Ah. Nee, also wir mussten... Ich war ja auch mal in einer IT-Ausbildung und wir mussten einfach nur, ich glaube, 3 Rechner miteinander verkabeln. Und das war schon ätzend genug. Und an einem Tag, da sollten wir dann den einen kompletten Berufsschulraum neu aufsetzen. Und da hat uns der Lehrer gezeigt, wie man mit Mirroring arbeitet. Also, dass sie den ich weiß gar nicht genau, was Mirroring ist, ehrlich gesagt. Wir haben das einfach nur gemacht. Er hat mich aber nicht getraut zu hinterfragen, weil der Lehrer war ein Arschloch. Ich glaube, du spiegelst die Festplatte oder das, was auf der Festplatte drauf ist und kopierst das quasi einfach auf eine andere. Oh mein Gott, ich bin der Wahnsinn. So, rauf da. Hello? Keine Ionenenergie! Oh mein Gott, die schießt ja sogar nach hinten. Herb müsste es wissen, frag ihn mal. Harry könnte es auch wissen. Ja, die sind halt auch schlauer eigentlich, ne? Auch das Schnabeltier. Nein! Dankeschön! Aha! Okay, da oben ist irgendwas Lilanes und Rotes. Keine Ahnung, was es ist. Hier links ist noch irgendwas. Ah! Das ist ja einfach mal eine Frechheit gewesen. Ups, das auch. Das aber nicht mehr! Ich habe irgendein Item verpasst. Das muss ja hier irgendwo sein. Aha! So viele Missiles! Wowie! I'm flowing the flower. Sind wir nach unten? Ach, hier sind wir. Ich weiß, wo wir sind. Da waren wir schon mal. Der Mensch. Was ist das? Tod. Tod, tot, tot. Tot, tot. Tot. What the fuck ist das?
Da brauche ich bestimmt so ein Multishot-Ding, wo man mehrere Raketen schießt. Und damit komme ich wohl auch erstmal nicht an die Raketen auf der anderen Seite ran. Oder was auch immer da ist. Das natürlich von der anderen Seite aufgeht. Die hätte ich auch aufmachen können, habe ich aber noch nicht gemacht. Ja, nach ganz oben kommen wir erstmal nicht. Es fehlen aber trotzdem noch ganz viele Metroids. War knapp. Komm ich denn? Oh mein Gott. Jetzt einfach so ein Quatsch. Ich will da hoch. Müsste ja funktionieren, nicht wahr? Aha. Ja, ja. Das ist gemein gewesen. Komm her. Ach, das sind. So. Nochmal eine Etage nach oben. Das ist scheinbar eine Möglichkeit. Ich darf mich jetzt halt nur nicht treffen lassen, wenn da ein Gegner sein sollte. Der Spider-Ball, den hatte ich noch nie in 2D. Das ist so geil. Kann ich da rein? Nee, aber hier ist irgendwas, wo ich rein kann. Also hier erstmal vor allem speichern. Ach, da kann man rein. Da muss ich den Ball benutzen, okay? Ist hier komplett Spiel verändern. Ja, ist tatsächlich so. Weil du normalerweise nicht mit dem Spider-Ball, also halt, ich kann jetzt halt Ebenen erkunden, die ich in anderen Metroid-Games niemals so hätte erkunden können. Okay, da geht's auf jeden Fall weiter in Richtung. Hier nochmal kurz tanken. Diesen Prime mit den Spuren. Ja! Der Spider-Ball macht dir hier so viel auf. Ups, Energie ist bereits aufgeladen. Ja, ich wollte auch gar nicht hin. Der Spider-Ball macht dir hier so viel auf, das ist krank. Ups. Okay. Und dann der Freund. Und dann der Freund. Ach, die sterben auch an einer Bombe. Okay. Nochmal scannen. Okay, wahrscheinlich. Ah, ich kann mir schon denken, was das ist. Okay, das funktioniert nicht. Das funktioniert auch nicht. Was mit einfrieren? Nein, nicht. Geht auch nicht. Ich drück doch! Mir das was? Ach so. Das war das Rätsel. Ach so. War viel leichter, als ich dachte. Gut. Ich dachte, es wäre jetzt so. Wie kommst du daran? Wie kommst du an dem Wind vorbei? Okay, dann würde ich sagen, springen wir hier wieder runter. Au. Einfach weiter, einfach nicht hinsehen. Wenn ich nicht hinsehe, kannst du nicht beten. Und wir gehen hier zurück und dann können wir jetzt nämlich jetzt hier die Wand hoch. Ziehen einfach. Einfach, weil wir es können. Wir können hier gleich noch einen Shortcut aufmachen. Genau, jetzt sind wir bei der Seite wieder. Sehr gut. Scannen wir nochmal, auch wenn ich nicht glaube, dass hier noch groß was ist gerade just in dieser Sekunde. Stimmt.
Da ist noch was. Weiß jetzt nicht, ob ich da schon... Ah ne, hier war ich noch gar nicht, ne? Aue! Weißt du denn nicht, dass das weh tut? Ah, da brauche ich den... Da brauche ich den Nice Beam. Na komm. Schieß! Dickes, ätzendes Kackvieh, Alter. Kann mich nicht an dem Ding hochziehen auch. Okay, ich glaube, ich mache es mir einfach schwerer, als es gerade ist. Ich glaube, ich muss es einfach so machen. Ah, und der Honig? Okay. Essen. Okay, aber da komme ich nicht einfach so ran. Oder doch, warte mal. Kann ich nicht? Ja. Ball ist nicht schmodderfest. Jupp. Aber ich bin awesome und kann einfach mich von der Wand wegstoßen und wieder ran. Eon-Anzeige aufgefüllt. Wir haben noch eine größere Leiste. Da ist doch was. Jawoll. Aha. So viel Stuff. Das ist geil, Alter. Das ist richtig nice. Okay. Da kommen wir noch nicht ran. Da kommen wir noch nicht ran, weil da die Kristalle im Weg sind. Hier haben wir noch gar nicht geguckt. Da könnte eventuell noch ein Durchgang sein. Gehen wir mal hin. Muss ja wieder aus dem Bild nehmen. Das ist gut so mit der Webcam, ne? Ist halt über dem Bildraum drüber. Könnte das OCD von einigen triggern, aber... Das juckt mich ja nicht. Wenigstens verdeckt die Kamera nicht. Au. Aha, warte mal. War ich das nicht? Ach doch, da kam ich her, ne? Aber ich war noch nicht da oben. Ich glaube, dass da was ist, aber ich meine... Man weiß es ja nicht, ne? Steckt es ja nicht drin. Ach so, stimmt, ich könnte mich da auch wegteleportieren jetzt, ne? Aber auch da frage ich mich, warum würde ich das tun? Ich habe meinen Blaster nicht richtig eingestellt. Mein Blaster nicht richtig kalibriert, sorry. Einmal nach unten bitte. Okay, Glück gehabt. Glühwein gehabt. Nein! Ja! Scannen! Ups, einen schönen Bogen drüber gezogen, aber hab ich sogar. Hä, aber ich seh nix. Warum ist hier nix? Hier muss doch was sein. Aha! War aber gerade nicht auf dem Scanner angezeigt, ne? Oder irre ich? Oh Gott! Aua! Bis ich breche, die Musik erinnert mich auch manchmal ein bisschen an Final Fantasy 7. Nur mal ein paar HP. Oh, wieder ein bisschen HP. Dankeschön, ja. Kommt alle zu Papa. Einmal scannen. Okay, das könnte tatsächlich diesmal ein bisschen schwieriger sein. Aber da muss ich die Bombe platzieren. Okay. Komm doch bitte drauf zurück. Gut. Auch gut, ja. Oh! Ein Ding! Ein Speicherding. Dann kriegen wir gleich wieder ein Metroid entgegengesetzt, wa? Ich meine, wir brauchen auch noch drei, also... Wäre nicht schlecht. Wäre durchaus nicht... Schlecht. Oh, mein Gott.
komme ich jetzt auch so nicht ran. Da sind wir schon gewesen, ja? Ah, hier sind wir. Ja, okay, ich verstehe. Da komme ich also nicht rein. Aber von der anderen Seite komme ich rein, warte, was? Ach, von unten? Ah. Warte. Also hier? Aber soll ich schon ins Wasser? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich meine, ich kann da mal gucken gehen. Schadet ja nichts. Ja, das hatte ich befürchtet. Gib mir eine Sekunde. Ah, das geht nicht. Habt ihr gesehen? Oh, es könnte aber doch gehen. Nein. Ich brauche nur den richtigen Rhythmus. Ich glaube, das geht nicht. Boah, ich glaube, der Bombjump geht unter Wasser nicht. Okay. Dann machen wir das halt nicht. Warte. Oh. Okay, bye. Ich dachte, jetzt bist du mal cool. Machst du cooles Zeug? Ja. Aber ich bin ja nicht cool, das vergesse ich immer. Hä? Beruhigen Sie sich! Aue! Q, lass mich durch, dankeschön. Und jetzt du auch. Und du auch noch. Ja, komm. Hier, oh, aha, okay. Ah, da. Irgendwo muss es ja zu einem Metroid gehen und das hier... Ja, da ist ein Koffer. Das habe ich gesehen. Aha, that's my shit. All the girls wanna be like this. Nichts. Geil. Aber wenigstens ein Needle. Ist okay. Blalalalala. Was ist das für Schnärpfelzeug hier? Hallo? Ah, die Schmerzen. Wo schlägst du hin? Ich bin hier. Oh, was für ein Larry. Oh mein Gott, der macht mich wieder. Rakete. Oh nein, er hat mich. Oh, gleich hat er mich. Was? Huh. Der Angriff ist aber easy. Der Angriff ist immer noch easy. Ich hätte gerne deinen Konter. Oder deinen Attack, den ich kontern kann. Das ist nicht der Attack, den ich kontern kann, mein Dude. Quatsch, das sind nur beide. Ah. Nein. Bitte. Starker Mann. Jetzt aber. Nein. Ja. Er ist mit Gemüse gefallen. Ins Rotkraut. Au. Und dann hat er noch am Mikrofon gestoßen. Mehr DNS. Das ist voll die coole Idee mit dem Metroid DNS. Mit der Metroid DNS.
Und wenn du bedenkst, das Spiel ist ja irgendwie von... Schlag mich tot. 1937 oder so, gefühlt. Ist noch eins. Au. Also aus Gastritis Jugend. Wie man seine Abonnenten sauer macht. Hier bei Jack. Ah, da kann ich nicht. Na gut, dann. Wird ein bisschen nice. Hörpada! Ist da hinten gerade ein Leopard vorbeigeflogen? Nein! Hep. Oh no! Jetzt bitte nochmal. Danke. Oh, ja, stimmt. Das Original kam 92 raus, also 3 Jahre vor meiner Geburt. Metroid ist so alt. War das Original Metroid 1 nicht 86 oder so? Ich war 13. Ist also schon ein Stückchen her. Nee, verwandelt ist das Original Metroid. War das nicht 86? Mir war so, als wäre es 86. Aber die haben doch den zweiten Teil nicht 6 Jahre danach rausgebracht, oder? Ja, doch. 86? Der zweite Metroid-Teil kam erst 6 Jahre später? Was? That's hard to believe. Aber ja, kann sein. Hä? Was? Was? Ach so! Da oben muss ich rein, okay. Hep. Hep. Okay. Das wird so nix. Einmal aufladen. Nein! Ah. Bleib schön gefroren! Nein! Jetzt natürlich. Ich komme nicht hoch. Dammit! Hügede! Super Metroid war 1994. Das war auch ein Jahr von meiner Geburt. Mein Liebe. Ich bin fucking Zuma, Alter. Nein! Das ist okay. Ah! Nein, du musst doch... Jetzt in die andere Richtung gleiten müssen. Erziehen. So, jetzt nochmal. Oh nein. Komm schon. Komm schon, Samus. Nein. Oh. Nein. Nein. Das ist auch nicht die richtige Richtung. Okay, was ist passiert? Hab eine halbe Stunde mit Mama telefoniert. Ich habe alle Items im Game gefunden. Hab 2 weitere Metroid-DNS bekommen. Das ist ein guter Freeze. Und versuche jetzt seit ungefähr einer halben Stunde hier hochzukommen und hab's jetzt geschafft. Nice. Metroid! Och nö. Lass das doch mal. Du noch nicht Not. Oh, das geht mit dem Eis nicht. Dann Text an so. Das ist gut. Hui.
Wenn ich doch nur ein Wildschwein wäre, dann wäre ich längst schon Millionär. Please! Hören Sie auf! Oh mein Gott! Naja, ich will ja eh geduldiger werden. Oh, da ist es! Mein Saft ist leer. So, noch ein Metroid. Ach, hier. Noch ein Metroid, dann können wir die nächste Tür, den nächsten Lift wahrscheinlich öffnen. Aber vorher haben wir noch einiges zu erkunden. Hab ich das Gefühl. Auch wenn ich mir jetzt nicht ganz sicher bin, wo das letzte Metroid sein soll. Ich meine, wir werden es rausfinden. Wir gucken. Nice. Ich hätte einfach an der Decke entlang fahren können, ne? Ah ne, da ist Schleim. Da ist Schnecken, Metroid-Schleim. Snackroid. Aue! Bastardo! Okay. Ganz nach rechts muss ich noch gehen. Also hier wird wahrscheinlich das letzte Metroid sein, wa? Oh. Aber so wie ich das spiele, werde ich es nicht mehr finden. Okay. Das letzte Metroid, das gucken wir zu Weihnachten immer. Hey, ho, let's go! Einfach die ganzen Raketen reinpuffen, die wir haben. Oh, jo, jo, jo. Ah! Trottel-Metroid. Das muss ich ja gegen die Wand noch. Oh Mann. Leckeres Leben. Ach, das fliegt einfach bis zu mir. Das ist ja insane. Ah, da kann man Schaden machen. Das ist ja cool. Okay, nice. Ja, jetzt hätte ich es nur treffen müssen. Ja, geil, Leben, der denkt gut. Das ist cool, dass du den so outplayen kannst. Das ist sehr nice. Geil. Müssen wir wieder da zum Anfang des Levels. Aber ich glaube noch so viel zu tun. Achso, halt. What if? Okay, nichts. Da ist noch ein Item. Da komme ich nicht ran. Da braucht man irgendwie eine Möglichkeit, die Kristalle wegzukriegen. Ja. Jetzt hier noch down, jumping, papapau, papapeng. Das läuft. Ist ein gutes Metroid, nach wie vor. Ja, ist wirklich, es macht extrem viel Spaß. Ich bin very happy gerade. Nicht, dass Metroid Prime 3 keinen Spaß gemacht hat, aber ich muss zugeben, das hier ist jetzt schon mehr mein Ding. War unglaublich awesome gefühlt. So, das muss ich gleich machen. Ach, schau mal, hier hab ich. Ach nein, hier komm ich gar nicht ran. Das war das Problem. Dann da links kam ich auch nicht ran. Fragezeichen.
Im Originalen wärst du ein bisschen lost, gibt keine Karte. Da bin ich sehr froh, dass ich das hier spiele. Das ist etwas sehr Wichtiges für mich. Eine gute Karte. Und das ärgert mich auch. Achso, das war das Ding, ja. Ärgert mich tatsächlich auch ein bisschen bei Nightwitch. Das ist nämlich nur eine okaye Karte. Hat mehr Charme. Ja. Also ich bin ja jemand, der durchaus auch schwere Spiele mag. Aber gibt einen Unterschied zwischen schwer und unnötig umständlich. Ist halt für meine Generation erdacht. Beziehungsweise war. Ich meine, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Versuch sein soll, mich da reinzuporten, dass ich es trotzdem spiele, aber na, meine ich. Aber was ich zum Beispiel gespielt habe, war Phantasy Star. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt schwer. Phantasy Star 1 ist ja ein JRPG. Also ich habe es durchgespielt, ich habe es nicht mal gespielt. Das ist ein JRPG mit einer ganz klassischen Overworld. Aber wenn du in einen Dungeon reingehst, dann ist es First Person, so wie die alten, weiß ich nicht, Might and Magic-Teile zum Beispiel. Oder alle Might and Magic-Teile. Und dann musst du dir deine eigene Karte zeichnen, weil da gibt es auch keine Karte. Da musst du dir ein kariertes Blatt nehmen und musst dir selber deine Karte zeichnen. Das fand ich ehrlich gesagt ziemlich geil. Auf dem Game Boy gab es nicht so viel Platz wie auf dem NES. Stimmt, Metroid 1 hat eine Karte, ne? Ich habe ja das Original Metroid 1 auch nicht gespielt. Ich habe ja nur das, für ein GBA gespielt. Keine Karte für Metroid 1. Jesus. Ah, ein Schnärpelchen. Da bin ich ja sehr froh, dass ich die Remakes spiele. Ah! Ah! Stop it! Nein! Du nicht. Oh. Guck mal nach, wie viele so eine Cartridge hatte. 1 MB, 100 KB. Ich meine, also NES bestimmt 500 KB, oder? So, NES Cartridge Size Kilobyte. The size of NES games varies from 8 Kilobyte to 1 Megabyte. Metal Slater Glory, nie gehört. But 128 was the most common. Da war nichts mit Platz für Karten. Naja, hier Ocarina of Time. Für die N64. Das sollte ja so eine Wunder. Also, die hatten dieses. Das hier. Diese. Achso, was ist das hier? Diese Prärie, wo du vor Schloss Hyrule rumrennst, wo diese große offene Fläche ist, wo du dann gut mit Epona rumreiten kannst. Da hätten eigentlich viel mehr Bäume und Büsche hingesollt. Aber die mussten dann im Nachhinein Bäume entfernen, weil der N64 nicht geschafft hat, mit seinen popligen 3 RAM oder was das Ding hatte, so viele Bäume zu rendern. Deswegen ist es so eine riesige Steppe. Das hätte eigentlich viel mehr Deko-Zeug reingehört. Konnten sie aber nicht, weil die Hardware-Limitierung da war. Finde ich ganz interessant. So, wisst ihr, was ich jetzt auch ganz interessant finde? Ist, dass ich jetzt hier den Schluss machen will. Weil ich denke. das ist eine gute Stelle zum Speichern und Aufbau. Es gab kein Metroid 64. Ja, aber es gab ein Doom 64. Keine Ahnung, ob das gut ist, ich hab's nie gespielt. Ich habe nur das Original Doom gespielt und dann Doom 2016. Ja, 2016. Das war noch Zeit, sag ich dir! 2016, das war noch Zeit. Okay. Metroid wäre cooler gewesen. Ja, finde ich auch. Aber dafür haben wir ja dann Metroid Prime bekommen. Okay, dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Gute Nacht, Cassie. Schlaf gut. Wir sehen uns. Und Gastritis und alle anderen. Ich wünsche euch einen angenehmen
Abend und eine schöne Nacht und kommt gut in den Rest der Woche und sehen uns im nächsten Stream bzw. in den nächsten Videos. Bye, bye!